Die CMD 2024 ist zu Ende. Es war unsere erste Messe, bei der wir die gesamten 9 Messetage anwesend gewesen sind. Hier zeigen wir euch, was wir erlebt haben. Alles ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt, sodass ihr leicht das überspringen könnt, was euch nicht so sehr interessiert. So, und nun viel Spaß beim Video. Grund für unsere 9-tägige Präsenz war, dass wir die kompletten Messetage 2 Stunden für ein Gespräch mit unseren Zuschauern zur Verfügung stehen wollten. In der Halle 7 beim Stand der Firma Remectro trafen wir sehr viele von euch und hatten ein tolles Feedback auf dieses Angebot. Vielen Dank an alle, die uns besucht haben. Es hat uns sehr gefreut, so viele Freunde unseres Kanals persönlich zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen. Gut angekommen sind auch unsere Aufkleber und die Kugelschreiber, die wir jedem Besucher mitgeben konnten. Aber untätig sind wir natürlich trotzdem nicht gewesen. So haben wir gelernt, wie man die französische Marke Le Voyageur richtig ausspricht und gleich ein Modell unter die Lupe genommen. Wir haben die komplette Halle 7, also die Zubehörhalle, gezeigt und mit einigen Ausstellern gesprochen. Auch die angebotenen Möglichkeiten für behinderte Menschen haben wir eruiert und uns dann noch mit der Hexitz-Gruppe von Detlefs und dem Wandaufbau der Wohnmobile generell auseinandergesetzt. Last but not least haben wir noch ein tolles Modell von Eura gefilmt und sind auch in einem Bobilvetta Wohnmobil gewesen. Übrigens haben wir mit einem Fachingenieur gesprochen bezüglich Wandaufbau vom Wohnmobil. Darüber berichten wir aber bei einem unserer nächsten Videos. Alle Hallen konnten wir nicht besuchen und schon gar nicht filmen, aber ein paar kurze Eindrücke zeigen wir euch jetzt. Schau mal, was ist. St. Eiermark ist auch da. Das ist so.
Quatsch. Das heißt doch auch St. Anton und nicht Stanton. Ich glaube, der Helle hat heute Morgen einen Schatzkeks verschluckt. Ein Späßle am Rande bei der ernsten Messe. Muss auch mal sein. So, also wir kommen jetzt zur großen Verlosung vom Spender Bernd Renz von der Firma Remectro. Erster Preis ist ein 500-Euro-Gutschein. Am Abschlusssonntag, als es schon ziemlich ruhig wurde, fand dann noch die Ziehung der 10 Gewinner für das Gewinnspiel der Firma Remectro statt. Die Ziehung der Gewinner haben wir uns aufgeteilt. Den Hauptgewinn zog natürlich Ussi. Aber jetzt zeigen wir erstmal den Gutschein und hier drehen wir das Ganze, damit ihr auch seht, 500 Euro, nicht schlecht. Und dann das ist jetzt mal. Ja, die Spannung steigt. Und wen haben wir denn da? Also hier sind Andrea und Thomas S. aus Landstuhl. Bravo! Herzlichen Glückwunsch! Glückwunsch, jawohl. Es gibt einen schönen Heckgaragenausbau. Ja. So, das war unser Preisausschreiben, unser Gewinnspiel. Dankeschön, Ossi, Dankeschön, Helle, für das Ziehen und für die Unterhaltung hier. Das war gut, war sehr gut. Wir werden in den nächsten Tagen Ihnen die Preise zusenden. Wir haben deshalb das einfach mit Handy dokumentiert, dass man noch nicht sagen kann, da ist irgendwas schiefgelaufen und schmuggetrieben. Vielleicht war ein kleiner Punkt drin, wo uns was runtergefallen ist oder sonst was. Dafür Entschuldigung, aber es ist ja wieder alles reingewandert. Nochmal eine kurze Bemerkung zum Schluss, bitte versteht Sie, Rechtsweg ausgeschlossen. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, herzlichen Dank für den Besuch bei uns auf dem Messestand und ich hoffe, wir sehen uns mit den Gewinnern natürlich und alle anderen auch irgendwann mal wieder und wünsche eine gute Zeit. Dankeschön. Wir bedanken uns nochmal recht herzlich für die vielen Besucher,
die uns in den Hallen so freundlich angesprochen haben und die uns am Stand bei der Firma Remectro in der Halle 7 besucht haben. Besonderen Dank an Claudia und Bernd Renz, dass sie uns einen Platz dafür an ihrem Stand gewährt haben. Vielen Dank aber auch an die Presseabteilung der CND, die uns die Möglichkeit gegeben hat, im Pressezentrum so viele unserer YouTube-Kollegen zu treffen und mit Getränken und kleinen Snacks während des Tages versorgt hat. Für uns war es eine rundum gelungene Veranstaltung. Wir werden diese Woche sicher in guter Erinnerung behalten.